keine Lust rauszukommen. Genau, die können richtig gut abspacken, wenn sie wollen. Also da ist verschlossen, da kommen wir her, da war eine Sackgasse. Also geht's nur hier lang weiter. Jo. Mal wieder ins Dunkle. Laufe ich schnell zurück und zünd die Fackel an, oder... Na, wir haben Flammschmetterlinge, benutzen wir die. Viel Erfolg. Ja, das hier ist jetzt ein Weg. Das heißt, wenn wir hier runterspringen, geht's nicht mehr zurück. Außer natürlich mit einem Heimkehrknochen. So, und ab hier wird's extrem lustig. Das sieht man ja schon an den ganzen Spinnenweben. Erst einmal sind wir auf den Spinnenweben langsam. Und zweitens... Genau die. Vorsicht vor Rücken. Oh, hinter mir ist ja auch noch eine. So. Wenigstens kann ich sie immer noch one-hitten. Trotz schlechterem Speer. So, eine Fackel. Fackel ist immer gut. Ich könnte auch theoretisch im Dunkeln ohne die Fackel hier durchheizen. Wäre aber nicht so schön für euch, würde ich mal meinen. So, dich töten. Zu den Orten, da kommen wir von da unten, glaube ich, ja. Und hier unten sind noch mehr Dorfbewohner. Und Spinnen. Wow. Also ja, sogar Dorfbewohner mit Fackeln, was das Ganze praktisch macht. Aber auch feige Spinnen. So, erstmal hätte ich gerne den schimmernden Lebensstein. Dann du weg, du nervst mich nämlich. Ganz gewaltig. So. Oh. Du willst auch? Du hattest aber keine Fackel dabei. Und wir haben schon wieder mehr Fackel, als wie mit dem wir reingekommen sind. Was toll ist. So, mal gucken. Hier drüben war nichts, da war es auf der anderen Seite. Hier rüber. Ne, hier war einfach gar nichts. Okay. Daneben eins nach unten. Hier ist Dämmerungskraut. Das ist nicht verkehrt zu haben. Jetzt gucken wir mal kurz, ob hier auf der anderen Seite was war. Wobei das Dämmerungskraut... Ja, ich sage, es ist nicht verkehrt, es zu haben, aber... Super nützlich würde ich es jetzt auch nicht gerade nennen. Jedenfalls nicht für diesen Char hier, für Airy. So, einmal Einfallspinselgewürz. Dann sind hier oben noch zwei Spins. Die ständig vor mir weglaufen. Wahrscheinlich, weil ich das Feuer anhab. So. Ach, da droppt sogar eine mal wieder was. Kettenbrecher, den haben wir doch schon. Oh. Und du stirbst bitte auch. So, hier hinten könnten wir ein Phantom rufen. Nämlich Ascheritter Boyd. Allerdings, den Boss macht man am besten solo. Rosturne, ja.
Also ich versuche so viele Bosse wie möglich solo zu machen. Jetzt mal abgesehen von den Bossen, wo ich... NPCs für Nebenquests brauche, also hauptsächlich Bernard of Jugo, Pate und Lucatil, das habe ich ja extra deswegen gemacht. Und ich glaube, es gab irgendeinen Boss, den ich auch extra mit Phantom gemacht habe, weil er ohne Phantom einfach zu schwierig war. Oder nee, das war dieser tolle Waffenschmied im Wald der gefallenen Riesen, den habe ich ja nicht solo gemacht. Den habe ich solo versucht, aber solo nicht hingekriegt, jedenfalls nicht beim ersten Versuch, und habe gedacht, bevor ich mich da weiter ablage, machen wir ihn so. Fallen mir jetzt gerade noch andere Bosse ein, die schwierig waren. Die Ruinengeister haben wir solo gemacht. Die Gargoyles sowieso, die kann man nur solo machen. Fällt mir jetzt so auf spontan nicht ein. Den Wache hatten wir Lucatil dabei und so weiter. So, ich wechsle wieder zu meinem angeditschten Speer, zu meiner angeditschten Heidelanze, zu meinem Heidespeer. Und dann heißt es jetzt wohl Boss-Time. Mal wieder. Nämlich der letzte Urboss. Los geht's. Spinnen, wer hätte das erwartet? Ja, hallo, Kankara. Also ja, da haben wir Kankara. Jedenfalls Kankara im Ruhestand oder Kankaras Mutter. Wie man es auch immer nennen möchte. Ah, genau das wollte ich vermeiden. Wow, nicht schon wieder der Blitz. Also ja, man sieht, sie hat an beiden Enden hat sie Köpfe. Also auch da, wo der Allerwerteste sein sollte. Und ja, sie hat sich etwas gepimpt. Im Allgemeinen ist sie nicht schwierig. Jedenfalls, sobald man ihre Kinder los ist. Das Problem ist, man kann sie nur am Kopf treffen. Und das ist immer die beste Möglichkeit, ihr ordentlich eine zu verpassen, wenn sie lasert. Nämlich dem anderen Kopf. So. Man kann sie nämlich nur am Kopf verletzen. Wow. Am gefährlichsten sind halt ihre Beine. Und dieser Angriff. Der Scherenangriff, von dem sollte man sich nicht packen lassen, weil das ist ein ziemlich übler Packangriff, den man ja sowieso kennt. Wobei ich vor Glück sagen muss, dass es in
Dark Souls 2 nicht so viele Packangriffe mehr gibt wie im ersten Teil teilweise. So, jetzt ruft sie ein paar Ersatzspins. Die können wir loswerden. Wow. Und ja, der Rambock. Erstmal die Spinnen loswerden. Und eigentlich nicht so sehr in der Gefahrenzone stehen. Okay. Ich sehe ein kleines Problemchen. So, Problem gelöst. So, Clown-Angriff kannst du ruhig machen. Und ja, seht ihr, warum ich gesagt habe, ich brauche kein Phantom? Dieser Boss ist nämlich unglaublich einfach. Seele vom Freier der Liebsten. Und ja, das war nicht die Urseele. Das hier ist die Urseele. Der Drache. So, wir haben die letzte große Seele umarmt. Versucht Boss und dann hier, ja. So, eine Sache fehlt noch. Hurra für Trio. Trio sehe ich hier nicht. Das hier sind nämlich die Primatgemächer des Fürsten. Eigentlich die Chamber, the Duke's Chambers auf Englisch. Also die Kammern des Herzogs. Und das hier ist der Herzog. Dreh dich mal um, Kumpel. Er war saugefährlich. Ja, das war der Typ. Also erstmal hat er Lichtensteinschlüssel, Finsterquarzring plus 1 und einen Duftzweig uns hinterlassen. Er hier hat die Spinnen hier erschaffen. Er hier hat die beiden Skorpionmenschen erschaffen, denen wir draußen begegnet sind in den Shattered Ruins. Denn er hier ist die Reinkarnation von Seth the Scaleless. Und ihn hier haben auch die Soldaten weiter oben im Lager belagert. Sozusagen. Ja, er hat uns erst einmal den Lichtensteinschlüssel hinterlassen. Wo ist er denn? Lichtsteinschlüssel, genau. Schlüssel zur Lichtsteinbucht Zeldora. Der exzentrische Fürst Zeldora, der für seine Vorliebe für Spinnen gekannt war, erschuf mit dem Abbau von Lichtstein eine Stadt und ein Vermögen. Eines Tages wurde die Stadt von Spinnen niedergetrampelt. Doch Fürst, Zeldora, da ist ein Arch, hat sich da reingeschmuggelt, sah bloß zu, mit schaurig zufriedener Miene. Also ja, der hat in seinen Kammern auch irgendwas versucht hier, genauso wie Seth in seinen. Und hier hat sich auch was geändert zum Original Dark Souls 2. Denn früher haben wir Vengards Kopf hier besiegt. Also Vengards Körper. Au. Ja, auf dich habe ich auch vergessen. Darf ich euch das große, unbekannte Etwas vorstellen? You have already joined the crestfallen.